heute die Spielnachbetrachtung mit Christopher Kiste Kasten. Viertelfinale. Stark. Gut, ne? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, klar, überlegen. Alles richtig gemacht. Neutrale Zone, ein bisschen locker, aber in der Defensivzone und in der Angriffszone definitiv besser. Und freut ihr euch jetzt auf die nächste Runde? Ja, klar. Jedes Spiel ist ein Schritt mehr nach vorne und ist ja ganz klar Zielsetzung, jedes Mal weiterkommen, jedes Spiel gewinnen. Was hast du denn die Pause über gemacht? Habt ihr euch erholt ein paar Tage? Was hast du gemacht? Ja, also ich fühle mich ja wohl in Frankfurt und habe mir Frankfurt einfach mal ein bisschen näher angeschaut. Ja, war richtig schön, muss ich sagen. Ja, welche Straßenzüge sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Ja, vor allen Dingen das Bankenviertel war richtig gut. Banken oder Bahnhof? Bankenviertel. Und Bahnhofsviertel auch, war auch gut. Nee, ansonsten auch mal ein bisschen die Landschaft und so, da diesen Funkturm, das war auch schön. Ja, mal ein bisschen was angeguckt. Ernst wird es jetzt wahrscheinlich richtig wieder am Freitag, beziehungsweise Freitag und Sonntag, nämlich Freitag Krefeld, Auswärtsspiel. Krefeld bisher eher zu den schwächeren Teams zu zählen. Sonntag Hamm, da habt ihr ja noch eine Rechnung offen. Auf jeden Fall, ja. Freitag müssen wir gewinnen, auf jeden Fall. Und Sonntag ist ja definitiv zu Hause, Heimspiel. Ist ja klar, was wir da machen müssen. Das ist natürlich ein Sieg. Und da haben wir gegen Hamm definitiv was gut zu machen. Dann feiert schön jetzt. Viertelfinale. Löwen sind dabei. Geil. Richtig. Danke.